Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Hey Ente, hey anderen Lurker, die auch schon da sind. Da bin ich endlich mal wieder. Und heute gibt es doch wieder mehr Crash Team Racing. Der neue Grand Prix hat ja vorgestern angefangen. Den muss ich mir dann mal wieder anschauen. Und dann, nachdem wir uns den neuen Kram davon angeschaut haben, mache ich einfach wieder ein paar Speedruns. Und da wir noch 9 Cup mit dabei haben, sind es jetzt sogar 36 Tracks. Dauert der Speedrun noch länger, weil wir noch mehr Strecken zum Fahren haben. Ja, warum auch nicht, ne? Erstmal muss ich das Spiel für mich selber wieder richtig sehen. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich, ne? Würde ich behaupten. Wird beim Spielen helfen. Wir haben auch einen schönen neuen Startscreen hier wieder. Mit einem Rentier-Crash dieses Mal. Und Süßkram. Und es ist alles pink. Dann drücken wir das mal weg. Dann fangen wir mal an. Schauen uns erstmal das neue Intro von dem Grand Prix an, nicht wahr? Willkommen bei CTR TV mit euren Hosts Chick und Stu. Ich bin Chick Gizzard Lips, heute live von der Strecke. Hey da! Also, schauen wir mal nach, was uns in diesem Grand Prix erwartet. Diese Strecke ist voll mit Zuckerguss und 100% künstlich aromatisierten Kohlenhydraten. Ich sehe ein paar neue Gesichter in dieser Saison. Habt ihr mich erwartet? Keiner ist so schnell wie ich. Tja, sieht aus, als wären die Fahrer bereit für den Start in die neue Saison. Ja, richtig, Chick. Wir haben auch schicke neue Schlitten. Da klingen die Glocken und da pfeift der Hahn. Ich freue mich schon auf zahlreiche festliche Fahrten. Oh, ich würde wirklich alles geben, um in dieser klebrigen Masse zu landen. Was hältst du davon, wenn wir in dieser Feiertagssaison selbst auf die Piste gehen? Oh ja, bitte mit Zuckerboost. Sehr schön. Wir mischen jetzt alles auf. Dann tut ihr das mal. So. Erstmal müssen wir jetzt hier wieder ganz viel Kram kaufen, nicht wahr? Weil neue Sachen müssen wir uns natürlich erstmal wieder alles holen. Die Münzen dafür habe ich, weil das Spiel viel zu viel spiele. Deswegen habe ich genug Münzen, um mir direkt wieder die ganzen Boxenstopp leer zu kaufen, nicht wahr? Dann fangen wir doch erstmal an. Wir haben einen der neuen Charakter. Wir haben Yaya Panda. Oh. Die Rennen kommentiert ja sonst auch niemand, ne? Haben wir neue Reifen. Süße Pistazien heißen die. Sehen sehr lecker aus, ne? Die Farbe auch. Könnte man fast reinbeißen in das Kart, nicht wahr? Und dann haben wir einen Pudding-Volk-Aufkleber. Oh. Hey, Zeiloch, dir einen wunderschönen guten Abend. Dann haben wir Häschen Pyjama Baby Coco. Babys, furchtbar. Hauptsache erstmal noch Schnee und Eis mit unter denen dabei für ihre Podiumsanimationen dann, ne? Haben auch noch ein Monster Pyjama Baby Crash. Wir haben Wildbeertraum Reifen und auch eine Lackierung dafür. Sieht auch wieder sehr lecker aus, ne? Die Reifen sind halt auch einfach mal voll bereit, ne? Dann haben wir das Winterhauch-Paket. Da hätten wir Spyro so als Charakter drin. Den haben wir schon. Dann haben wir ihn aber jetzt als Winterwächter-Spyro-Skin. Hat er jetzt auch einen ganz neuen legendären Skin bekommen. Für diesen Grand Prix. Dann haben wir Blaubeerknusperreifen und Blaubeerknusperfarbe. Oh Gott. Die Karte sehen ja auch wirklich fast so, als ob du jetzt essen könntest, ne? Ach, findest du? Ich finde, das geht voll klar. Dann haben wir das Zuckersüßpaket. Wir haben Wintertorner.
Oh, sie wirft einen Schneeball. Oh. Haben wir Schokoglasurreifen und Farbe. Ja, ist ein sehr kalorienreicher Grand Prix. Ist halt Weihnachtszeit, da ist ja eh alles voller Kalorien, nicht wahr? Dann haben wir noch Zuckerstangenaufkleber. Oh. Dann haben wir Elfen-Coco als neuen Skin für Coco. Erstmal voll den Cupcake am Auffressen, sehr gut. Während sie noch einen Cupcake auf dem Kopf hat. Haben wir Erdbeercreme, Reifen und eine Farbe? Haben wir noch einen Cupcake-Sticker, weil warum auch nicht, ne? Noch mehr leckere Karts und Reifen. Dann haben wir das Moderatorenpaket, da haben wir Stu. Zeig doch mal, was die für eine Podiumsanimation haben. Das wollte ich auch gerade sagen. Dann haben wir noch Chick. Schreist du auch rum? Nein. Aber er lacht auch. Dann haben wir noch wieder Zitronencreme, Reifen und Lackierung. Auch sehr lecker. Haben wir ein Arktis-Paket, dann haben wir Arktis-Nash. Haben wir einen Hai in einer Winterjacke, sehr gut. Der kommt nicht mehr hoch. Oh doch. Hier drüben sind wir. Dann haben wir Vanille-Cappuccino-Reifen und Farbe. Oh Gott. Dann haben wir jetzt Rillaru. Naja, wenn ich sage in weniger als einer Stunde, dann heißt das irgendwann von der Nachricht bis dahin, bis zu einer Stunde später, ne? Irgendwann dazwischen. Und hey, Freeze, dann einen wunderschönen guten Abend dir. Gesprenkelte Karamellreifen und Farbe. Oh, das sieht doch auch lecker aus, ne? Und wir haben Schokobrezel-Sticker. Ja, nee, ich hatte weniger als eine Stunde gesagt, ne? Dann haben wir Rentier, Crash. Da ist er. Oh. Haben wir noch den Nitro-Schlitten als neues Kart. Auch dann mit einer Farbe dazu und auch direkt schon ein Muster dafür. Mal noch ein schwebendes Kart. Dann haben wir Hasty als neuen Charakter. Sehr gut. Dann haben wir für das Kart haben wir schon mal ein Muster, auch wenn ich das Kart noch nicht habe. Einfach mal ein Schneepflug. Das Kart haben wir auch noch nicht. Ist halt einfach. Es ist ein Kart mit einem Gesicht und einer Eiscreme-Waffel oben als Horn. Das ist auch einfach. Warum auch nicht, ne? Und der Sitz ist halt auch einfach so ein Eiscreme-Sandwich, ne? Auch ein sehr leckeres Kart. Noch eine Lackierung dafür oder noch ein Muster, eher gesagt. Noch ein Muster dafür. Hey Becky, schönen guten Abend. Ja, neuer Content. Du hast auch gerade schon den Spyro-Skin verpasst, wenn du jetzt gerade erst angemacht hast. Wir haben einen neuen Skin für Spyro auch. Noch ein Muster für das Card. Sieht auch schon sehr lecker aus, ne? Er passt wirklich kalorienreicher Grand Prix, passt hierfür echt sehr gut. Plätzchenteigmuster für das Card. Zuckerbombe. Auch sehr gut. Gerade erst gekommen, ja. Die Skins und die neuen Charakter, die ich mir aus dem Pitstop kaufen kann, die haben wir schon alle durch.
Buch. Ist natürlich, jetzt sehen wir die Muster einfach immer nur mit der Standardfarbe. Ist immer so blau dann alles. Hey Yumi, schönen guten Abend. Die Muster, die können wir ja schnell mal eben durchgehen. Das ist ja jetzt nicht so spannend, ne? Wobei, das Muster. Kaboom, sehr gut. Ich bin aber schon öfter hier, ne? Dann haben wir noch Ja-Ja-Panda-Sticker, ein Rilla-Ru-Sticker. Gleich haben wir es geschafft, dann kann ich endlich wieder fahren. Dann haben wir noch wieder den Pudding-Volk-Sticker, haben wir schon. Und ein Pudding-König-Sticker. Oh. Mit einer Krone auf. In derselben Farbe. Und ja, die neue Strecke, der die Pfefferkuchen-Spritztour. So heißt die neue Strecke. Sieht auch sehr lecker aus, ne? Mit einem hier auf dem Screen auch schön mit einem Schokobrunnen, wo der Puddingkönig oben draufsteht und die Schokolade da rauskommt. Sehr gut. Ja, doch, das passt so. Jetzt muss ich hier erstmal wieder die ganzen Markierungen wegmachen. Ja, oder allgemein auf Süßkram, nicht wahr? Oh ja, hier ist der neue Spyro-Skin. Winterwächter Spyro. Hat zwar schon so einen blauen Skin, der leuchtet einfach noch mehr. Fahren wir doch dann erstmal eine Runde mit einem der neuen Charakter. Nehmen wir doch einfach mal. Die ist flauschig und flink. Wissen wir Bescheid. Ja, Chicken Stew, die sind jetzt beide auch neue Racer für diesen Grand Prix dazugekommen. Seit vorgestern dann. Vorgestern hat der Grand Prix ja angefangen. Rilla Ru ist jetzt auch wieder dabei. So, haben wir jetzt einen Affen wieder. Ich sollte vielleicht auch mal die Skins schon mal so durchschauen. Da haben wir einen geschenkverpackten Rilla Ru. Das sieht man wegen der Schrift jetzt natürlich nicht. So eine Weihnachtshose an der anderen Stelle dessen. Ein flippiger Rilla Ru. Ganz andere Farbe. Und ein Yeti Rilla Ru. Ist sehr hell. Was haben wir denn hier noch? Hirsch Hasty. Leckermaul Hasty, dann auch so schön in Pink. Und seine Hörner. Oder sein Geweih, meine ich eher. Sieht auch zum Anbeißen aus, ne? Haben wir ein Albino Hasty. Dann auch wieder sehr in Weiß. Und auch seine Kleidung sehr hell. Und dann den Blizzard Reiter Hasty. In dem Schneeanzug. Auch ganz bunt und mit seinem eigenen Gesicht hinten drauf. Ich wollte gerade sagen, möchtest du nicht sagen. Kikiriki. Das war klasse. Mehr für mich. Das war klasse. Ich zeige euch, wie man es macht. Sehr schön. Haben wir ihn auch noch als Kakadu-Skin. Sehr schön. Auch sehr hübsch, ne? Und als Ente. Das ist auch wunderschön. Und als Gockel. Hat aber auch hier schönen Anzug an, ne? Und Chick haben wir dann noch als Möwe. Als Taube. Und als Toucan. Ja, haben beide keinen Flamingo-Skin anscheinend. Ja, haben wir noch.
als Cupcake-Variante, auch dann sehr schön heller und in bunt. Honigdachs. Und Regenbogen. Okay, das ist noch bunter. Ich bin flauschig und flink. Ah ja, ja, genau. Aber wenn ich jetzt von den neuen Cards erstes einen habe, dann können wir ja mal den Nitro-Schlitten als erstes benutzen, ne? Ah ja, klar. Weil wir machen das mal eben erst so, dass ich mal eben die ganzen Reifenmarkierungen da wegmachen kann, weil die stören doch dann auch. Die ganzen Reifen hier auch wirklich alles was zum Essen. Und die haben wir halt noch nicht. Und auch die von die normalen Schneepflugreifen. Huch. Dann geht mir doch mal eben erst wieder den Nitro-Schlitten. So. Welche der leckeren Farben nehmen wir denn jetzt mal? Oh, das sieht doch lecker aus, ne? Ich glaube, die gefällt mir gerade erstmal am besten. Aber da sind noch mehr Lackierungen irgendwo. Wo ist die letzte Lackierung, die sich hier noch versteckt, die ein Icon dran hat? Und mir fällt auch gerade auf, das Menü scrollt endlich mal schneller, wenn ich von unten nach oben durchspringe. Ansonsten hat das immer so lange gedauert. Okay, ich habe die Farbe irgendwo schon gefunden. Dann haben wir noch ein paar, die da fehlen. Oh. Wir haben jetzt sogar, was Sticker angeht, 211 Sticker. Das ist sind so ein paar, ne? Ja, Lackierungen sind auch schon 124. Das ist sind schon ein paar geworden mit den ganzen neuen Grand Prix, ne? Das Einzige, was halt überschaubar ist, sind die Karts mit 33. Reifen haben wir auch 88. Gott. Dann schauen wir uns die neue Strecke doch mal an, ne? Ich habe die Musik für die. Das mit der Musik für die Ladescreens, das kommt dann wieder mit den Speedruns. Muss mir die neue Strecke jetzt erstmal ein paar Mal anschauen, ne? Bevor wir die dann auch direkt mit in dem Speedrun haben. Oh. Was meinst du, was Skins und so angeht? Ja, das ist alles random. Mit dem Hügel kann ich da aber bestimmt noch was anstellen, ne? Der sieht da sehr einladend aus, dass ich da einfach ein Stück rüberspringen kann. Oh, ich sehe nichts. Oh. Oh Gott. Die können hier doch nicht einfach rumspringen. Was soll das denn? Was denn, wenn ich hier oben lang fahre? Nicht so viel. Ja, da kann ich tatsächlich einfach rüberspringen. Sehr schön. Oh, wie okay, ich wurde diesmal nicht erwischt. Das musstest du ja auch sagen, ne? Fang mich, wenn du kannst. Krieg ich erstmal eine Rakete reingeschossen.
Hey Raichu, schönen guten Abend. Das liegt daran, dass ich nicht nur lenke, sondern auch die ganze Zeit drifte. Deswegen liegt das Kart die ganze Zeit auch schräg. Oh. Hatte der Blaue voll das miese Gesicht drauf? Stimmt, die neuen Charakter kann ich ja dann gleich gar nicht für den Speedrun benutzen, weil ich ja die ganze Zeit noch Skins freischalte, nicht wahr? Und direkt erstmal noch ein neues Kart, neue Farbe und einen neuen Kram freigeschaltet, noch einen neuen Sticker. Sehr gut. Jetzt mal hier direkt die Nitro-Punkte. Darf ich das nochmal sehen? Ich habe mir die Leiste noch gar nicht angeschaut. Den Charakter, den ich da freischalte, ist doch Hasty, oder nicht? Huch. Den habe ich mir doch gerade schon gekauft. Warum ist der da in der Leiste? Lass mich das mal eben... Ja doch, das ist er, ne? Und dann halt noch mehr Farben, Sticker und alles. Oh, guck mal, der Skin für... Oh, guck mal, Polar bekommt auch noch einen neuen Skin. Gleich eben nochmal angucken, auch wenn wir dann wieder Text darüber liegen haben. Und dann noch, ja, das neue Kater. Die Reifen dafür, mehr Mustern, mehr Sticker und dann noch der Skin für Hasty. Dann dir noch einen schönen Abend, Freestyle, und bis dann. Jetzt schauen wir doch mal, wie das Zeitrennen auf der Strecke hier so wird, ne? Oh, jetzt ist hier schon wieder neuer Kram. Na, ich bleib bei dem Kart. So, wo ist denn jetzt der neue Sticker? Wo versteckt sich der denn noch? Da ist er. Na, ich bleib dann doch erstmal so. Lass mich doch mal eben bei Polar vorbeischauen. Wo ist er denn? Da. Dover Pulli Polar. Sehr schöner Name für den Skin. Dabei sieht der Pullover doch gar nicht doof aus. Er ist voll schick. Und er hat eine Mütze auf einem seiner Ohren. Oh. Oh. Ist ja schon niedlich, ne? Weil sind manche dieser Weihnachtspullis gar nicht so hässlich oder doof, ne? Manche davon sind halt schon echt schick, ne? Ich muss doch nicht gut sein. Die Strecke ist erst neu. Die bin ich aber noch fast nie gefahren. Bis gerade das erste Mal. Ich darf noch gegen Wände fahren, ne? Aber sie sieht auf jeden Fall toll aus, die Strecke, ne? Das muss man schon sagen. Ist das da rechts noch ein Weg, den ich auch langfahren kann? Das sah so wegmäßig aus, ne? Oh Gott, der wäre fast auf mir gelandet, der Blaue.
Lass mich doch mal schauen. Tatsächlich. Gleich noch eine Abkürzung hier auf der Strecke. Die landen doch leicht unterschiedlich, so wie es aussieht. Ja, die Farbe hatte ich doch gerade schon freigeschaltet, hast mir nur eben nicht gesagt. Mich wundert es gerade übrigens auch noch, wo Ente jetzt gerade das eine gespiegelte Emote gepostet hat. Wir haben keine neue Variante zu modifizieren, wo wir dann noch irgendwie eine Weihnachtsmütze oder so aufsetzen können. Geht ja mal gar nicht. Okay, End-Trophies-Zeit habe ich auf jeden Fall schon mal wieder geschlagen. Das war aber auch schon irgendwie zu erwarten, ne? Twitch, es wird Zeit. Wir haben schon den 14. Es ist schon fast Weihnachten. Wo ist unsere Weihnachtsmützen-Modifikation? Meine Emotes haben zwar schon Weihnachtsmützen auf, aber das ist ja unwichtig, ne? Das ist ja unwichtig. Wir brauchen das trotzdem. Wenn wir zu Halloween einen Kürbis hatten, dann brauchen wir jetzt auch eine Weihnachtsmütze oder so. Yeah! Huch, fahren wir erstmal gegen die Wand. Ach, guck mal, Endtrophy fährt sogar direkt schon in der ersten Runde durch die Abkürzung durch. Sogar er benutzt die Abkürzung schon. Komme ich auch ohne Blue Fire rüber? Ja, doch. Ich bin da zwar schon ein bisschen angeeckt, aber das muss ja niemand wissen. Was wir brauchen, für die Channel Points da, um die Emotes zu modifizieren, brauchen wir noch eine Weihnachtsmütze. Haben wir noch überhaupt nicht. Oh. Wow, ich fahre so gut. Okay, dann komme ich da jetzt auf jeden Fall nicht durch. Sieht so aus, dass Entropy gar nicht die andere Abkürzung benutzt. Juhu! Ich habe ihn überholt, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich bin angeeckt. Oh ne, da fährt er wirklich brav außen rum, ne? Gott, diese Bahn sieht so lecker aus. Ich will jetzt Süßkram haben, ist ja furchtbar. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ist ja grausam hier. Nein, ich will nicht so neu starten. Ich muss doch den neuen Geist auswählen. Sonst zählt das doch nicht. Aber interessant aufgebaut ist er auf jeden Fall, besonders auch mit dieser einen Abkürzung da unten rum, ne? Guck mal, mein erster Versuch ist sogar auch noch nicht mal besser als Oxides Zeit. Da muss ich mich ja jetzt anstrengen mal, wa? Da muss ich ja jetzt mal noch besser fahren, damit ich die Zeit noch schlage. Das geht ja mal gar nicht.
kommen wir denn da hin? Nicht, dass ich hier jetzt gleich noch mehrere Versuche dafür brauche, das geht ja mal gar nicht. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich bin da. Das zählt schon als aus der Bahn raus. Das ist ja wunderschön. Verdammt. Das ist nicht gut. Ah, verdammt, ich bin da innengegen gefahren. Ja, ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall noch mindestens einmal versuchen, ne? Ich glaube, Oxide holen wir da nicht mehr ein. Ja, die Musik, die gefällt mir auch schon echt gut. Oh. Ist eine sehr hübsche Strecke mit hübscher Musik. Ach, verdammt. Die starten wir einfach so direkt schon mal neu. Vielleicht die Schräge erst irgendwie hochgefahren. Verdammt. Nee, der Grand Prix, der geht bis zum 14. Januar oder so. Also da kommt bis dahin nichts Neues mehr. So gesehen immer eine Strecke pro Monat. Oder halt alle 30 Tage oder so ungefähr. Ein paar mehr als 30 sind meistens wegen den paar Tagen zwischen den Grand Prix. Ich wollte eigentlich schon mal noch ein bisschen mehr driften. Der Valentinstag wird in dem nächsten Grand Prix drin liegen, was den Tag angeht, aber Strecke wird definitiv nichts Valentinstagsmäßigeres. Der Blogpost hatte schon da irgendwas angeteasert, was der nächste Grand Prix wird. Ich habe zwar jetzt gerade genau nicht mehr ganz genau im Kopf, was es war, aber das war definitiv nichts, was Valentinstagmäßig sein könnte. Lass mich doch gleich nach dem Versuch hier nochmal da reinschauen. Was der Blogpost genau gesagt hat. Wäre schon mal immer schön, wenn ich vorher wüsste, wo die blöden... Oh, die blöden Blöcke da landen, wenn die gegeneinander springen, ne? Ich immer Angst, wenn ich unter den herfahren muss. Wo haben wir es denn? Wo ist der Blogpost denn? Da. Ist denn nur noch laden? Was steht da unten als letzter Satz? Post-Apocalyptic Chaos of Rustland.
so das Grundthema anscheinend von dem nächsten Grand Prix dann. Warte, ich bin noch nicht so weit. Warte, ich muss das Fenster erst noch wieder... Ich muss das erst noch wieder alles richtig hinschieben, dass ich meinen Chat auch richtig sehe. Mal gespannt, was sie dann mit dem Grand Prix da machen, wa? Werden wir dann in einem Monat sehen. Ungefähr. Wäre fast da an die Ecke der Strecke dran gefahren. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Warum sind die da? Das ist grausam. Ach, verdammt. Das war's dann, glaube ich, wieder, ne? Und Oxel jetzt gleich an mir vorbeigeschossen. Außer er verliert früh genug das Blue Fire. Ne, da ist er. Ist er da über die Ecke drüber gesprungen? Kann er doch nicht machen. Ne, das war schon mal... Es war schon mal näher dran, auf jeden Fall. Na, die Strecke esse ich ja nicht, ne? Da meinst du, ich nehme dann schon beim Zuschauen oder beim Anschauen der Strecke einfach nur zu, ja? Das machen wir nochmal. Kriegt auch den Hals nicht voll, ne? Oh Gott, nein! Oh, verdammt! Hilfe! Blöden Schleimdinger! Aber es ist ja Gelee, nicht Schleim. Ihr wisst, was ich meine.
Das Glibberzeug. Ja, immer mehr, mehr, mehr. Geht mal gar nicht. Ja, aber einmal darf ich mich offensichtlich zerquetschen lassen, um trotzdem noch schnell genug ins Ziel zu kommen. Sehr schön. Na, guck mal, wir haben gleich Hasty freigeschaltet, den ich mir schon gekauft habe, weil der auch im Pitstop gewesen ist. Ist auch ein sehr schöner Sticker, ne? Sumo-Pudding. Guckt aber nicht sehr freundlich, ne? Ist nicht sehr glücklich. So, dann haben wir als nächstes... Machen wir erstmal die CTR-Herausforderung. Das mache ich jetzt aber nicht auf schwer. Es reicht auch so, ne? Es reicht auch auf Mittel. Lass mich mal eben nochmal wieder kurz ein anderes Kart nehmen, dass ich hier mit den Reifen nochmal wieder schnell einmal angucken kann. Wo hat er die denn jetzt hinsortiert? Da. Aber ich möchte den Schlitten behalten. Schauen wir doch mal, wo die drei Buchstaben hier auf der Strecke liegen, ne? Also, so ganz einfach ist die Strecke auf jeden Fall nicht zu fahren, ne? Die ist teilweise halt auch wieder so eckig. Die erste Abkürzung ist auch so Schlangen. Weißt du, muss ich schon überhaupt erst reingesprungen kommen und dann muss ich noch Schlangenlinien da drin fahren, damit ich meinen Blue Fire nicht direkt wieder verliere. Okay, das C hängt da hinten in der Luft. Da ist das T. Kann ich die Buchstaben nicht mal alle in einer Runde einsammeln? Wow. Und da ist das R, okay. Aber wie drastisch der Unterschied einfach schon zwischen mittlerer und schwerer KI ist. Die hänge ich ja jetzt schon einfach ab, ne? Lass mich doch mal einmal hier lang fahren und dann schauen wir mal. Kann ich mich einfach fallen lassen? Ja, okay. Das ist ja einfach. Schauen wir doch mal, ob ich das T dann jetzt noch erwische, ne? Ich muss nur in die Abkürzung reinkommen. Danach kann ich ja ruhig langsam werden. Damit ich es auch wirklich einsammle. Die KI überrunde ich einfach jetzt schon mal fast. Und einen Teil davon werde ich sogar überrunden. Hey. Oder auch nicht. Oder wir überrunden niemanden davon. Weil ich nicht nochmal in den Pudding reinfahre. Aber das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Da würde ich sagen, als nächstes schauen wir uns mal noch das Reliktrennen an. Das ist ja schon niedlich. Am Futternapf zu fressen wäre halt so einfach, ne? Das wäre halt so einfach, auf jeden Fall.
60 Kisten haben wir hier also verteilt schon mal. Sehr schön. Fahren wir doch erstmal nicht da lang. Okay. Fahren wir erstmal nicht da lang. Oh. Und die Abkürzungen hier sind keine, das ist ja langweilig. Nein, das ist nicht die richtige Richtung. Drehen wir uns einmal falsch rum im Kreis. Ich bin Profi, ich weiß, was ich tue. Ach, verdammt. Okay, schöne Wand. Da hätte ich nicht abprallen sollen, hätte ich nur dran langstreifen sollen, würde ich jetzt mal so behaupten, ne? Okay, jetzt ist es passiert. Oh, oh. Okay. Verdammt. Ich habe das Gefühl, Platin wird das auf jeden Fall noch nicht. So auf jeden Fall nicht, nee. Ich bin über das Boostpad drüber gesprungen. Die Boostpads sehen hier auf der Strecke übrigens auch echt hübsch aus. Halt auch so schön angepasst für die Strecke und nicht dieses normale Schwarz-Grüne, ne? Ja, Platin hat da noch nicht gereicht. Das war aber schon irgendwie zu erwarten. Was haben wir denn als Platin für eine Zeit? 1:04. Ja, da war ich doch schon so ein paar Sekunden von entfernt, ne? Sie haben sich benommen und sind nicht da gelandet, wo ich langfahren wollte. Das ist nicht schlimm, die Kisten, die kann ich beide immer noch bekommen. Stehen sehr viele 3-Sekunden-Kisten einfach so auf der Strecke rum, gefühlt. Oh, da außen stand noch eine Kiste, verdammt. Die können wir auf jeden Fall mal noch mitnehmen.
Ach, warte. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich komme trotzdem noch schnell genug ins Ziel. Aber diesmal hat es noch locker für Platin gereicht. Fast 12 Sekunden übrig. Ich musste nur erstmal wissen, wo die ganzen Kisten stehen. Das war das Problem beim ersten Mal. Eindeutig. nö, ich bekomme dafür nichts. Das ist, wenn ich die ganzen... Doch, ich glaube, wenn ich die ganzen Platin-Relikte im Abenteuermodus eingesammelt habe, da habe ich noch was bekommen. Aber jetzt so mache ich das einfach nur der Vollständigkeit halber, weil ich mir das bei allen Strecken immer noch die ganzen Modi einmal angeschaut habe. Deswegen schauen wir uns jetzt auch noch einmal das Ringrennen an hier. Schauen mal, wo mich die Strecke dann jetzt langjagt. Ja, okay, was du meinst jetzt nur bei dem Reliktrennen selbst. Wenn ich alle Kisten einsammeln würde, würde ich am Ende nochmal 10 Sekunden von meiner Zeit abgezogen bekommen. Zusätzlich zu der Zeit, was mir die Kisten eh schon, was die Kisten eh schon anhalten. Ist auf manchen Strecken dann tatsächlich möglich, am Ende mit einer negativen Zeit aufzuhören. Ich kann das ja gleich mal auf den Leaderboards zeigen. Oh, ich habe meinen Blue Fire verloren. Oh. Fahren wir da auch erstmal noch ein paar der Ringe vorbei, warum auch nicht, ne? Fahren wir durch den anderen auch noch durch. Mir war jetzt blau gerade lieber als grün anscheinend. Verdammt. Kurve überhaupt nicht bekommen. Armer letzter Ring. Hey Alex, schönen guten Abend. Bestimmt hat dieser Pudding ein Muster, das man erkennen kann, wie die rumspringen. Da müsste man sich bestimmt auch einfach mal genauer reinschauen. Dann könnte ich das bestimmt vorhersehen. Wie die springen und wie die landen, je nachdem, wo sie dann gerade auf dem Boden gewesen sind.
Oh, ich habe ein Emote bekommen. Es ist nur auf dem Bildschirm so klein, ich erkenne das nicht. Und Alex, vielen, vielen Dank für den Resub. Anderthalb Jahre sind's jetzt schon. Ich klicke das gleich auch einfach an, dass ich sehe, was das für ein Emote gewesen ist. Aber ich fahre hier jetzt wahrscheinlich erstmal noch ein paar Minuten rum, bevor das hier zu Ende ist. Ich habe vergessen, dass die Benachrichtigung ja auch noch länger im Chat stehen bleibt. Nur dann halt mit wegscrollt. Ja, anderthalb Jahre Tier 3 Sub ist halt schon so ein bisschen Wahnsinn. Wo fahre ich denn lang? Oh Gott. Hey Schulzer, schönen guten Abend. Okay, in der Runde habe ich anscheinend keine Lust mehr auf die Ringe, wa? Ich bin über manche der Ringe drüber geflogen, sehr gut. Wie das Bluefire von den Ringen halt auch einfach schon wieder stärker ist als das Bluefire der Strecke selber. Ja, grausam. Ugh. Macht das, die kleinen Ringe zu treffen, so schwierig. Ja, ich glaube, jetzt ist es zu Ende, ne? So gut wie... Ja. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Das geht auf jeden Fall besser. Ein Streamer, bei dem du zugeschaut hast, hat insgesamt 2000 Subgifts in einem Stream bekommen. Das sind so ein paar, ne? Jetzt lass mich doch mal gucken, was habe ich da für ein Emote bekommen? Das ist ja hübsch. Oh Gott, das ist ja gar nicht hier. Ah ja, solche Brillen, die wird es wahrscheinlich auch wieder dann geben. Das sieht ja grausam aus mit den Zweien da so schräg nach oben weg. Kann ich das Emote gegen ein anderes umtauschen? Ich habe ja eh schon ein paar. Ich weiß gar nicht, wie viel mir von den Bits und wie viel mir von den Emotes noch fehlen. Von den Subgifts meine ich oder Subs allgemein. Ihr wisst, was ich meine. Du musst auf jeden Fall mindestens gerade eins bekommen haben, ne? So, dann haben wir ja jetzt hier eigentlich erstmal alles gemacht, ne? Weil ich könnte den Cup einmal so fahren, bevor wir den dann gleich mit im Speedrun haben. Dann war dann jetzt die Spyro-Rennbahn in dem Cup, Ninas Albtraum, den Koala-Karneval und die Pfefferkuchen-Spritztour. Fahren wir den auch einmal. Fahren wir den einfach schon auf leicht, dass wir das wissen, wie es im Speedrun dann gleich sein wird, ne? Was, wir fahren einfach mit Jaja weiter. Dem kleinen Panda-Mädchen in dem großen Schlitten. Speedrun, ja, Speedrun, hey, hey, ho. Mach ich gleich, wenn ich mir den Cup dann jetzt angeschaut habe, mache ich gleich wieder Speedruns. Ja, die Brille sitzt optimal, ne?
Das ist ja ein niedliches Emote. Das ist dein eigenes. Findest du das Kart jetzt nur wegen dem Kart selbst schrecklich oder wegen der Lackierung, Alex? Weil dieser Grand Prix hat sehr viel essenslastiges Süßkram, Lackierung und Reifen dazugebracht. Ups. Ist ein sehr leckerer Grand Prix. Ich finde das gut. Also mir gefällt die Lackierung. Wenn ich jetzt nicht den Schlitten hier haben würde, hätte ich wahrscheinlich auch einfach die dazu passenden Reifen genommen. Oh. Okay. Will immer noch mehr, schrecklich. Das liegt daran, dass die Strecke hier kein Blue Fire hat, ne? Das liegt nicht an dem Schlitten, das liegt an der Strecke. Spyro-Rennbahn ist von den neuen Strecken die einzige, die keinen Bluefire-Boost-Pad irgendwo hat. Bluefire sehen wir dann hier jetzt gleich wieder. Tja, dann weißt du es jetzt, ne? Wer schaut hier schon richtig zu, ne? Wer macht denn sowas? Du, im Moment, das kann ja gar nicht sein. Sonst hättest du das ja gewusst. Eindeutig. Das nächste Boostfeld hier, das ist jetzt ein Blue Fire Boostfeld. Da. Pff. Was ein hoher Sprung. Hätte ich vorher gar nicht gewusst, dass die ein Panda ist. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja.
Ich bin ein Panda. Hätte ich halt nie gewusst, aber besonders nicht, dass sie Ja-Ja-Ja-Panda heißt, ne? Hätte ich nie gedacht, dass das ein Panda ist. Bist du dir sicher, Alex? Bist du dir sicher? Ja, jetzt bist neugierig, wa? Ist auch schön, dass du mich nur dann treffen willst, wenn ich ein Panda wäre. Wow. Weiß ich ja Bescheid. Das war auch wieder ein sehr hoher Sprung, ne? Was macht Torna da? Hängt sie da in einer der Schrägen fest, ja? Fährt gar nicht mehr weiter. Schaut mal da unten auf. Oh doch, jetzt fährt sie weiter. Hat sich festgefahren erstmal hier. Sehr schön. Da hätte sich Spaß dran, ja? Bin ich mir ja nicht ganz so sicher. Ich glaube, daran lag's nicht. Ich glaube, das war eher ein Unfall. Diese Strecke sieht halt echt viel zu lecker aus, das ist grausam. Die fährt, die macht auf jeden Fall auch Spaß, würde ich schon sagen, ja. Nee, das hatten wir doch schon. Ich bin doch ein Panda jetzt. Ich bin ja gar nicht ich. Ich bin ein Panda. Ich hab, eigentlich habe ich irgendwie ein bisschen erwartet, dass der Trank da etwas anders liegt, aber dann halt eben nicht. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet.
Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Haben wir auch nicht. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass hier ein Panda gewinnt. Meine Haare sind auf jeden Fall flauschig. Aber deswegen bin ich ja dann noch kein Panda, nicht wahr? Wie niedlich sie sich halt auch einfach freut, ne? Und dann ist so niedlich und dann... Ja, auch ein schöner Skin für den, ne? So, dann lass mich das Spiel doch mal eben einmal neu starten, nachdem ich die Konsole aus dem Internet genommen habe, damit wir Speedruns machen können, ne? Lass mich dann auch Titel und so ändern. Ja, natürlich ist keine Serververbindung möglich, wenn ich das gerade ausgestellt habe. Schnallt euch an für eine weitere Schöpfung von Beanox. Huch. Wenn ich meine Szene jetzt wechsle, dann macht das ja auch so wie sonst immer. Da verschwindet jetzt gleich auch kurz einmal alles, bevor alles wieder da ist.